Hey, ich bin Timo, schön, dass du mal wieder da bist. Wir haben hier eine weitere Folge von Shipi Geheimtipps. Das hier sind mal wieder günstige Parfums, die gut sind und über die leider kaum einer redet. Aber zum Glück hast du ja mich, ne? Wenn du eine weitere Folge haben möchtest, das müsste, wenn ich richtig gezählt habe, hier die dritte sein. Dann Daumen nach oben. Ab 200 Likes mache ich noch eine Folge. Könnte sich wirklich lohnen. Da sind noch ein paar, die ich im Hinterkopf habe. Ah, da sind schon, aber ich will nicht spoilern. Ne? Also Daumen nach oben lohnt sich, abonnieren sowieso. Und ja, wir wollen alle zeitig essen. Von daher, lass mal anfangen und zu den Düften kommen. Ab geht's. Lasst uns heute mal starten mit einem Date-Duft für um die 25 Euro. Der ist süß, der ist orientalisch angehaucht und ja, der erinnert mich schon so ein bisschen an Gautier de. Das hier ist der Altamir. Ne? Ja, der geht richtig gut in diese Richtung. Oder ich würde auch sagen, wenn du Sculpture magst, ja, und dann trägst du den im Sommer und den hier im Winter zum Date. Der hat mich so ein bisschen an Sculpture erinnert. Ne? So, ja, sind ein paar gleiche Duftnoten drin. Du hast dann auch Orangenblüte, Jasmin, Amber und so weiter. Aber das ist schon eigentlich Gautier de. Ich finde ihn auch jetzt ein bisschen weniger synthetisch, ein bisschen orientalischer noch. Aber der ist richtig gut. Ja, wir wissen alle, Gautier de. Manchmal ist er im Shop erhältlich, manchmal nicht. Ja, der kostet so ein Huni. Der kostet einfach mal 25 Euro. Ne? Ihr sagt, ey, ich möchte ein bisschen sparen. Oder vielleicht kennst du den Duft auch gar nicht. Ihr sagst, ich möchte einen süßen Duft haben. Ja, könnte auch Unisex sein. Für den Winter, ja, cool. Dann hier mal die Nase ran und sparen kann man hiermit super gut. Gut sparen kann man auch bei diesem Parfum hier aus dem Hause Lacoste. Und zwar ist das der L'Homme Lacoste Intense. Ja, so sieht er aus und ich finde, der ist absolut top für den Alltag. Beziehungsweise finde ich es auch top, dass hier so eine recht interessante Duftkomposition hier drin ist. Ja? Du hast Mandarine, Rhabarber, das ist schon mal echt sehr unique und interessant. Und dann bekommst du noch so, ja, was Pfeffriges hier, eine holzige Basis, nette Alltagsfrische. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, es ist Sommer, du fährst gerade mit dem Bus zur Arbeit, bist sowieso genervt, weil Montag ist, dann hast du den drauf, alles riecht super angenehm. Ja, dann machst du auf deine Arbeit dein Ding. Ja, Kollegen sagen, ey, du riechst heute mal richtig gut. Und sagst du, ja, dank Timo habe ich diesen wunderbaren Schnapper mir geholt. Ja, und dann, ja, läuft es einfach, ja. Leute nehmen dich positiv wahr, jedenfalls für mich. Ich habe mich damit gut gefühlt, als ich ihn getragen habe. Ich kann ihn nur empfehlen, ja. Da steht jetzt Intense drauf. Wie sage ich denn das? Er ist okay von der Haltbarkeit, ist aber jetzt kein Hyperbrett. Deshalb für den Alltag richtig gut, richtig angenehm. Und dieser interessante Twist aus Rhabarber und Mandarine, ja, ist cool. Geht Richtung Duschgel, frisch, sommerlich, spaßig, finde ich top für den Alltag. Also, wenn du was für den Alltag suchst, mein Lieber, dann hier mal dein Näschen ran zum Checken. Auch dieses Parfum ist ein Check wert. Den kennst du mit Sicherheit nicht, das macht nichts, dafür bin ich ja da, mein Lieber. Ein Date-Duft aus dem Hause Iceberg, Change the Flow. Der ist würzig und süß, ja, so wie so ein Kerl sein sollte. Ne? Nicht ganz so glatt gebügelt, aber trotzdem süß, zuvorkommt. Und er riecht einfach, ja, wie ein moderner, junger Gentleman. Nicht zu nett, nicht zu böse, im bekannten Sweet Spot. Boah, für 25 Euro ist der richtig gut. Ja, sollte ein bisschen kühler sein. Ne? Aber generell, ja, der ist würzig und süß. Der hat hier Tabak, der hat Amber und Leder. Das sind so, ja, Dufte, und die schon so ein bisschen düster sind, ein bisschen männlicher ausgeprägt, finde ich jedenfalls. Und für 25 Euro ein Date-Duft, das kann schwer sein, finde ich aber nicht, wenn man den hier kennt. Gibt es auch in der Druckerie, ja, prüft es gerne mal, checkt es aus. Nichts irgendwie blind kaufen, ja. Einfach mal Sachen ausprobieren, mal in so eine Druckerie gehen sonst oder wo auch immer und den hier mal abschnüffeln, ja. Preiswert und gut ist Change the Flow. Du magst Thierry de Hermes, willst aber ein bisschen weniger Geld ausgeben, beziehungsweise es soll auch nicht ganz so erdig sein, vielleicht ein bisschen moderner,
dann habe ich hier was für dich. Aber Achtung, schnell sein. Ich habe bei Parfumo gelesen, der wurde eingestellt. Aber ich finde ihn noch im Netz. Von daher lieber nochmal schnell zugreifen. Ja? 15 bis 20 Euro für Fatan. Ne? Generell haben wir hier Grapefruit, Vetiver. Ich finde ihn auch nicht ganz so erdig wie Terre de Hermes. Der riecht wirklich ein bisschen moderner, ein bisschen frischer, ein bisschen leichter auch. Und wenn man diese generelle Duft-DNA mag von Terre de Hermes, aber sagt sich, ey, so ein bisschen moderner, ich bin auch ein bisschen jünger, ja, was könnte ich mir da holen oder mal auschecken, dann den hier. Finde ich doch ein bisschen angenehmer. Also ich bin kein großer Terre de Hermes-Fan, aber ja, wenn man das halt mag. Ich kann es verstehen, der ist auch generell gut gemacht. Ja. Ich habe da ein bisschen meinen Frieden mitgefunden. Ich muss aber warten bis zum Drydown, dann wird er wirklich ein bisschen besser. Also jetzt der TDMS. Der hier, der ist hier wirklich nochmal angenehmer, weil er nicht so erdig und dunkel ist. Gefällt mir ein bisschen eher, aber ich bin auch nicht so der große Vetiver-Fan. Ne? Muss man auch mal gesagt haben. Aber für alle, die es sind und wenig Geld ausgeben wollen, tada, da habe ich was. Dieses Parfum ist ja schon ein Geheimtipp. Obwohl ich den auf meinem Kanal in letzter Zeit ein paar Mal gebracht habe, egal, muss auch hier nochmal rein. Und er riecht, wie er aussieht. Das ist Momentum Intense von Bentley. Ne? Puristisch, metallisch, maskulin, modern. Ja, ich finde, so riecht das Teil. Ne? Man kann auch sagen, riecht einfach nach Lavendel und Tonkabohne. Schon so eine süße, oh, der riecht aber so richtig elegant. Den kannst du wirklich auch zum Date nehmen für die Arbeit. Das ist ein Allrounder. Ne? Habe ich mir gekauft für, lass mich nicht lügen, 35 Euro, 100 ml. Das ist doch echt cool. Ja? Wenn du so einen Teil haben möchtest, was du, egal für welche Situation, immer benutzen kannst, check den mal aus. Ja, er ist süß, aber das ist nicht so eine übertriebene Lolli-Süße. Das ist schon, finde ich, klassisch, wär das Falsche. Ja? Aber ein Allzweck-Tiger, sag ich mal, ja. Den kannst du dir wirklich immer raufsprühen, finde ich gut, ja. Schule, Date, Bankett und Altersstruktur, da, wirklich für alle. Also, check den mal aus, weil den kennt gar keiner. Und ja, so ein Caroline Herrera-Duft geht in die gleiche Richtung. Interessiert uns nicht, wir wollen gut riechen für wenig Geld. Dann habt ihr hier ja den Auftrag erkannt. Schnüffeln kann man auf jeden Fall sehr gut dran. Sparen, okay, aber du willst ultra sparen? Ha. Für unter 10 Euro habe ich hier einen Duft, der riecht wie, ja, stellt euch vor, ihr habt Meerwasser und auf dem liegen ein paar Rosen, ein paar Äste, ja, generell so ein frischer Duft, der auch ein bisschen was Blumiges hat. Das ist der Aqua hier, wirklich. Ich habe den für 8,99 auf 100 ml, ja, mir geholt und das ist für das Preissegment richtig nice, ja, wenn du was Frisches suchst. Ja, hat was Blumiges hier drin. Vielleicht so ein bisschen auch Richtung was Seifiges. Moos und Kiefern hast du auch hier mit drin. Ja, komm, für unter 10 Euro, da kann man nicht wirklich was zum Meckern finden. Gerade wenn du einfach frisch, wenn es ja, frisch ein bisschen blumig sein soll, Aqua, der wird's regeln. Und ganz zum Schluss, da brauche ich eigentlich nicht wirklich was zu erzählen. Ist ein Aventus-Tube, aber für unter 10 Euro. Habe ich meinen Arbeitskollegen mal gegeben, weil er mag Aventus, ist ihm natürlich zu teuer. Habe ihm den gezeigt und er war auch recht erstaunt. Grüße gehen raus, mein Lieber. Für unter 10 Euro, dafür ist er echt gut gemacht. Das ist der Larif Black Creek. Den könnt ihr in jeder Drogerie einfach mal schnüffeln gehen. Ja, das ist wirklich Aventus in ein wenig, na, diese Cap könnte ein bisschen cooler sein, in ein wenig fruchtiger. Ah, für das Geld ist der. Ich habe schon so viele Dupes gerochen, ne? Aber für den Preis ist das richtig gut. Ne? Wird er jetzt ein Fuffi kosten? Nee. Wird er 30 kosten? Aber für unter 10 Euro, ja, ist in Ordnung. Haltbarkeit, ihr wisst, bei Aventus auch jetzt nicht so der Burner. Ja, ist ja fast ungefähr gleich hier. Der ist echt in Ordnung. Und wie fruchtig der wird. Also das fand ich richtig nice. Und für, ich glaube, es waren 7 oder 8,99. Da kann man sich nicht beschweren. Also, Max Aventus, willst aber hier sehr viel Geld sparen, dann geh mal in die Parfümerie, check den aus oder, falls du ihn kennst, hol ihn dir einfach. Ja, wie sage ich immer so gut, da kannst du dann nichts falsch machen mit.
Da sind wir auch schon am Ende, aber denk dran, möchtest du eine weitere Folge haben von Shipi Geheimtipps, über die kaum einer redet, dann Daumen nach oben, ab 200 Likes mache ich eine weitere Folge. Könnte sich lohnen, mein Lieber. So, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Und falls du natürlich diese Düfte hier kennst, gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das Ganze siehst. Jo, wir sehen uns bald wieder. Dein hoffentlich Lieblings-YouTuber, Timo. Wir sehen uns.